Dad? Ist alles in Ordnung? Dad? Ganz langsam. Trinken Sie das. Es hilft. Sie hätten mich in den Fluss lassen können. Hätten Sie mich drin gelassen? Ich hätte drüber nachgedacht. Glauben Sie, das habe ich nicht? Also, warum riskieren Sie so viel, um herzukommen? Die göttliche Quelle. Ich weiß, wonach Sie suchen. Aber ich möchte wissen, warum. Als ich klein war, gab es nur meinen Vater und mich. Er war auch Archäologe. In seinen letzten Jahren war er besessen von Mythen über Unsterblichkeit. Natürlich hat ihm niemand geglaubt. Ich auch nicht. Unser letztes Gespräch war ein Streit. Er hat sich umgebracht. Ich dachte, ich würde damit zurechtkommen, aber... Etwas anderes ist passiert. Und ich sah etwas, von dem ich dachte, es sei unmöglich. Es hat alles verändert. Ich erkannte, dass mein Vater richtig lag. Er starb allein und gebrochen. Aber er starb nicht umsonst. Sie halten die göttliche Quelle also für echt? Ich weiß es wirklich nicht. Aber wenn etwas davon wahr ist, muss ich es herausfinden. Man müsste sie erforschen und studieren. Das könnte die Welt komplett verändern. So etwas darf man nicht verstecken. Veränderungen sind leider nicht immer das Beste. Würden Sie Trinity... das Geheimnis der Unsterblichkeit geben? Natürlich nicht. Dann bitte ich Sie, Ihre Suche nicht aufzugeben, sondern Ihren Weg zu ändern. Schließen Sie sich uns an. Helfen Sie uns gegen Constantine und Trinity. Und was passiert dann? Dann verlassen Sie das Tal lebend. Im Wissen, dass Sie das Richtige getan haben. Nein. Tut mir leid. Das kann ich nicht tun. Können oder wollen? Ich bekämpfe Trinity mit ihnen, aber mein Ziel bleibt dasselbe. Wenn ich jetzt aufgebe... Wäre es, als würden sie ihn im Stich lassen. Nicht nur ihn. Ich brauche Antworten, Jacob. Ich muss es verstehen. Sie gehen weg. Im Moment geht es mir um mein Dorf. Es liegt hinter dem Bergpass. Einen Tagesmarsch entfernt. Vielleicht gibt es einen kürzeren Weg durch die Kupfermine. Sie ruhen sich aus. Ich bin bald zurück. Na, das war ja jetzt eine ordentliche Fahrt. Ja, ein neues Abenteuer wartet auf Sie. Danke, dass Sie Baba Yaga, der Tempel der Hexe, für Rise of the Tomb Raider gekauft haben. Oh, das ist ja schön, was ich nicht alles gekauft habe. Einsatzziele werden mit rosa Markierung auf Ihrer Karte dargestellt. In der Sowjetanlage wartet eine neue Mission auf Sie. Die Mysterien des gottlosen Tals locken. Alles klar, weiß ich da Bescheid. Jacob, sind Sie da? Ja, natürlich. Verdammt, wo ist er? Keine Funkverbindung.
Und ja, Regionsübersicht zeigt eine Liste aller verfügbaren Sammelobjekte, Missionen und Geheimnisse in einer Region. Ja, alles klar, das wissen wir ja schon. Das sind die ganzen Dinger hier. Ich finde es irgendwie lustig, dass man das immer wieder angezeigt bekommt. Und schaut mal, jetzt mal tatsächlich wieder hier oben. Bei dieser einen Höhle quasi oder in dieser einen Höhle. Und hier ist ein neues Ziel. Ich habe keine Ahnung, was das genau ist. Das werden wir uns gleich mal ansehen. Oh, pardon. Und ansonsten, ja, gucken wir uns ja sowieso regulär hier überall um. Also hier haben wir, glaube ich, gar nichts mehr. Nein, hier haben wir gar nichts mehr. Das heißt, wir gehen mal hier raus. Und dann schauen wir mal, dass wir dann vielleicht... Sonnenlicht. Sag vielleicht, dass wir hier ans Lager kommen. Wieder allein. Jacob ist vorgegangen. Er hat etwas an sich, das ich nicht recht beschreiben kann. Es ist seltsam, irgendwie tröstlich. Als könnte ich ihm alles sagen, ohne dass es ihn beunruhigt. Ich spüre kein Urteil von ihm. Trotzdem ist er schwer zu durchschauen. Mein Instinkt sagt mir, dass er gut ist. Er hat mich gerettet. Ich kann ihm vertrauen, zumindest im Moment. Aber ich habe das unbestimmte Gefühl, dass er mehr weiß, als er zugibt. Ja, auch ich glaube, dass Jacob mehr weiß, als er das jetzt momentan uns gegenüber zugibt. Ich meine, die Einheimischen, dass sie natürlich nach dem, was sie alles erlebt haben, ja, auch wenn sie jetzt so langsam Vertrauen fassen, nicht unbedingt alles ausplaudern wollen. Das ist mal verständlich. Ich glaube, unser Eins würde nicht anders reagieren. Ich würde nicht unbedingt anders reagieren und ihr wahrscheinlich auch nicht. So, aber vielleicht nochmal ganz, ganz kurzes Wort. Baba Yaga und so weiter. Ich glaube, das kommt daher, weil das ja hier die 30th Anniversary Edition ist und dementsprechend auch, ja, ein paar Upgrades mehr drin sind. Und verzeiht es jetzt, wenn ihr irgendwie Flugzeug oder sowas hört. Ich weiß nicht, was da draußen los ist. Keine Ahnung. So, wir machen hier weiter. Fähigkeiten. Die können wir uns ja derweil schon mal anschauen. Wir haben einen zusätzlichen Fähigkeitenpunkt. Und ich meine, hier noch was gelesen zu haben, was uns eventuell EP-mäßig helfen könnte. Ja, Feinde, die durch hergestellte Objekte erledigt oder außer Gefecht gesetzt werden, bringen mehr EP. Das ist schön, aber... Ja gut, okay, das ist jetzt dann doch nicht so. Alles klar. Hatte ich falsch im Kopf. Wir können hier nochmal tödliche Präzision, lautlose Exekution sind viel schneller und erledigen Feinde mit unglaublicher Kraft. Das wäre, glaube ich, oder, aber wartet mal, Überlebende. Wir haben doch, hier kann man doch sicherlich noch Besseres herstellen. Oder Pfeilkletterer. Drücken Sie im Sprung F, um im Sprung Breitblattkletterpfeile in weiche Holzoberflächen zu rammen. Ja, Upgrade, Breitblatt, Kletterpfeil erforderlich und, 7 weitere Fähigkeiten einer Kategorie meistern, um den nächsten Fähigkeitenrang freizuschalten. Als Kleider muss man noch ein bisschen was machen. Hier haben wir gerade mal 5. Also da muss ich hier auf jeden Fall noch was reinstecken. Das heißt, wo gehen wir dann da am besten hin? Wir könnten mehr Schaden verursachen oder Abrissexperte? Nee. Stellen Sie aus roten Benzingarnistern Bomben und aus feindlichen Funkgeräten Annäherungsminen. Ich glaube, das machen wir einfach mal. Ja, Brandbomben, stellen Sie aus... Ja, das habe ich euch ja gerade vorgelesen, Leute. So, mehr haben wir leider nicht zu verteilen, aber dann kommen wir auch langsam der geforderten 7 gemeisterten Fähigkeiten hier entgegen, dass wir dann da im nächsten Rang aufsteigen quasi und uns die nächsten nützlichen Sachen holen können quasi. Jo, Waffen. Waffen, was können wir denn hier machen? Upgrades. Upgrades können wir machen, natürlich. Hier, zack. Warte mal. Welche haben wir denn jetzt eigentlich die ganze Zeit gehabt? Das Sturmgewehr oder die hier? Das ist nämlich die große Frage. Da hat man eine... Warte mal. Gehen wir mal so. Sturmgewehr und Goldfang. Vergoldetes Repetiergewehr, das mit tödlicher Gewalt zuschlägt. Ja, ein Repetiergewehr. Das ist so... Ihr seht es hier vielleicht so... Ich glaube, das sind die Einzelnachlader. Oder, ich meine, verzeiht mir, wenn ich mich täusche. Der eine oder andere wird das vielleicht aufklären können, aber... Ich fand die immer genial. Aber nicht hilfreich hier, wenn wir so viele Gegner auf einmal haben. Und ansonsten will ich ja eigentlich eher sowieso die Pfeile verwenden. Deswegen glaube ich hier. Gehen wir es mal hier rein. Das Ding können wir nach oben pushen ein bisschen. Ja, zumindest so weit, wie es möglich ist. Dann können wir hier... was machen wir denn am besten? Erstmal das erweiterte Magazin. Mehr kann man im Moment eh nicht machen. Alles klar. Und der Rest fehlt uns dann wieder ganz, ganz viel. Alles klar, selbst da. Ich frage mich, wo wir das ganze Zeug herkriegen. Also da hatte ich im Vorgänger eigentlich eher weniger Probleme, da was zu bekommen. Schade, schade, schade. So, und hier haben wir, glaube ich, auch alles, oder? Fehlt da noch was? Ne, hier fehlt sogar auch noch was. Ach, da brauchen wir das Fertigungswerkzeug. Verbesserungswerkzeug. Alles klar, alles klar. Das kriegt man also leider auch noch nicht. Schade, Leute, schade. So, dann... Moment mal, warum hat sie denn jetzt schon wieder... Ah je. Liebe Lara, ich hätte gern meinen... Das finde ich so ein bisschen blöd, dass man tatsächlich jetzt hier irgendwo... Mehr oder weniger dann immer wieder die Sachen tauscht, obwohl man es gar nicht will. So, Jägerköcher, mittelgroßer, robuster Lederköcher, der die Tragekapazität für alle Pfeiltypen erhöht. Das wäre eine Möglichkeit. Oder Pistolenmunitionsbeutel, kleiner Lederbeutel, der die Tragekapazität für Pistolenmunition erhöht.
Was natürlich vielleicht auch nicht verkehrt wäre. Aber ich glaube, wir nehmen mal hier den Jägerköcher. Und hier unten, das haben wir doch alles, oder? Ansonsten sehe ich hier nämlich auch nichts von wegen Werkzeug oder sowas. Munition, da kann man noch was herstellen, glaube ich, ne? So. Und hier Holzspitzgeschosse, ja. Das haben wir noch nicht. Aber gut. Dann nochmal ganz kurz hierher. Diesmal wissen wir ja alle mal, wo es hingeht, nämlich zum... Was ist jetzt? Der Geistfeger. Alles klar. Den nehmen wir hier. Und kann es sein, dass ich jetzt hier noch was zusätzlich irgendwie freigeschaltet habe oder sowas? Weiß ich nicht. Es spielt auch keine Rolle für mich. So, wir haben unser weirdes Outfit. Und dann können wir eigentlich mal schauen, dass wir tatsächlich hier unten hingehen. Weil vielleicht erst einmal rechts ist noch irgendwas. Oder ist es auch da unten? Ja, ich glaube, das ist auch da unten. So, aber jetzt haben wir hier Zeilpfeile. Jetzt könnten wir ja eventuell damit arbeiten. Auch da. Dann lieber. Ja, zack. Nein! Oh! Ich dachte schon, sie greift jetzt gar nicht mehr an der Seil. Overwatch haben Kontakt mit der Einheimischen im alten Sägewerk. Wir haben sie verletzt, aber sie scheinen Fallen im Gebiet aufgestellt zu haben. Bisher gab es einen Toten. Wir sehen uns mal um. Nicht schießen. Ich gehöre zu Jacob. Wir sollten auf sie warten. Aber diese Schweine haben uns gefunden. Okay, und wer bist du? Oh Gott. Ist alles okay? Ich schaff's schon. Aber ich muss hier weg, falls die Eindringlinge zurückkommen. Da ist eine Höhle. Hinter der Brücke da. Eine Wolfshöhle. Dort sehen sie nicht nach. Aber allein kann ich sie nicht räumen. Nicht so. Wenn sie sie töten, hätten wir einen sicheren Ort zum Sammeln. Ich hätte vielleicht sogar etwas für ihre Pistole. Können sie uns helfen? Na, aber selbstverständlich. Wir nehmen diese Mission an. Logo. Ja, natürlich. Bleiben Sie in Deckung. Ich komme wieder. So, sicher. Bitte. Jacob hatte recht mit Ihnen. So, okay, alles klar. Ich dachte, er sagt noch irgendwas. Ja, wir sichern natürlich diese Türhöhle. Ist doch mal Logo. Warum soll man das nicht machen? So, da mal alles voll. Hier dürfen wir jetzt endlich mit dem Dietrich auch aufschließen. Zack, einmal da. Und ja, außer Erfahrungspunkte mal wieder nichts. Mal wieder nichts. Ich finde das so ein bisschen unbefriedigend, wenn man wenn du die Dinger aufmachst und dann siehst du gar nichts mehr. Was ist oder da ist gar nichts drin, besser gesagt. Aber gut, ist es halt so. So, und er meint ja hinter der Brücke. Jetzt muss ich mal ganz kurz auf der Karte schauen, welche er denn... Na, er meint diese da. Alles klar. Obwohl wir die ja eigentlich schon ausgeräumt haben. Ernsthaft? Müssen wir die jetzt nochmal machen? Aber das machen wir... Ich will jetzt erstmal da runtergehen, Leute. Ich bin gespannt, was das eigentlich... Was das genau sein soll. So. Einmal. Achso, da ist schon was dran. Alles klar, ich weiß gar nicht, sind wir da hergekommen? Oder warum ist da so ein Seil schon vorhanden? So, das nehmen wir mit. Achso, ich frage mich auch trotzdem, wo ich das Messer herbekomme. Weil irgendwo muss es ja dieses Messer geben. Na, och, bitte. Oh Mann. Oh, da willst du einmal nach oben springen. Also, ich weiß nicht. Manchmal ist die Steuerung wirklich ein bisschen hart. Ja, bei so einem tollen Spiel. Aber gut. Dann halt nochmal nach oben klettern. So, dann geht's da lang.
Wo kommt das Getrommel her? Ist da irgendjemand tatsächlich vielleicht jetzt in der Servettanlage in diesem mehr oder weniger Dorf drin? So, also wir hätten ja keine Springbrücken, sehe ich gerade. So, und dann haben wir nämlich hier. Okay, ein bisschen Ressource. Eine Ressource. Und dafür quälen wir uns ab und. Ja gut, hier haben wir noch eine Feder. Das ist ja gar nicht mal so verkehrt. Dann ist es schon in Ordnung. So. Karte. Ich muss das ja. Ich würde es mir ja am liebsten gerne markieren, aber. Achso, so ist es. Ah, so, alles klar. Ich würde es mir am liebsten gerne markieren und dann ist es trotzdem irgendwie auf der Karte markiert. Dann ist das ja in Ordnung. Haben Sie die Höhle geräumt? Ist sie sicher? Nein, noch nicht. Mach ich noch. Oh mein Gott. Dazu sage ich jetzt mal nichts. Sie darf uns nicht entwischen. Wir müssen wissen, warum sie Team Bravo gefolgt ist. Die Unruhen Sägewerk. Erreichen Sie das Sägewerk? Bravo ist unterwegs auf keinen weiteren Widerstand gestoßen. Findet die Einheimischen. Wir brauchen Antworten. Da runterzählen irgendwie. Naja, runterzählen nicht, aber so ist jetzt auch. So, wenn er jetzt hoffentlich nicht noch weitere Freunde hat, die da hinten irgendwie spazieren gehen. Das ist diese Verkettung, da gibt es mehr Erfahrungspunkte. Es lohnt sich also schon, den ein oder anderen Skill zu nutzen. So, die Frage ist trotzdem, wo lang. Ohne entdeckt zu werden, wohlgemerkt. Den hätten wir zumindest auch schon mal ausgeschaltet. Alles klar, die Unruhen besiegen Sie die Trin. Wenn hier jemand ist, es ist sicher. Sie kann rauskommen. Blut. Sie ist verletzt. So. Stopp! Stehen bleiben! Ich bin nicht von Trinity. Mein Name ist Lara und deine Waffe ist nicht geladen. Ich kann sehen, dass der Zylinder leer ist. Der Schlagbolzen hat eh nie funktioniert. Du bist verletzt. Ich muss mich. Nur kurz hinsetzen. Lara, nicht wahr? Ich bin Nadja. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Okay. Was kann ich tun? Mein Großvater hat sich nachts aus dem Dorf geschlichen. Ich glaube, er will zum gottlosen Tal, wo die Hexe Baba Yaga lebt. Ich wollte ihn einholen, als mich die Eindringlinge erwischt haben. Vor meiner Geburt hat die Hexe meine Großmutter ermordet. Großvater hat immer von Rache gesprochen. Aber ich hätte nie geglaubt, dass er es tatsächlich wahr macht. Die Zeit ist knapp und in dem Zustand kann ich nicht selbst gehen. Wir müssen ihn finden. Okay, natürlich nehmen wir auch diese Mission an. Ja, neues Outfit, neuer Bogen. Ich meine, das ist ja relativ egal, aber der Tempel der Hexer, das machen wir auf jeden Fall, Leute. Wenn wir es schon mal haben, warum nicht? Gehen und versuchen, seine Spur aufzunehmen. Oh, danke. Der Pfad zum Tal führt durch die Höhle östlich von hier. Ja, danke schön. Danke schön für die Info zumindest mal. Ansonsten, ich glaube, bei ihm hier können wir gar nichts weiter aufnehmen und auch bei dem Rest glaube ich auch eher nicht wirklich. Also, wir hatten ja alles soweit, glaube ich auch schon direkt. Die haben nichts. Die haben nichts. Das heißt aber letzten Endes, wir. Dort hinten geht's weiter, alles klar. Da ist auch noch was im Schrank drin, alles klar. Konnten wir also nur während des Kampfes nicht wirklich aufmachen, aber hier ist auch nicht wirklich irgendwas drin. Schade. Jetzt müssen wir mal schauen, wo schickt sie uns denn exakt hin? Na, da lang. Sie schickt uns dahin. Er schickt uns hier unten rein. Ich weiß nicht, wo wir jetzt am besten als allererstes mal hingehen. Vielleicht dann doch, hier hinten ist ja die eine Nebenaufgabe.
Von dem netten Herrn. Das müssen wir da machen, glaube ich, ne? Mission, Herausforderung. Gefährliches Terrain ist da. Und das andere ist ja sowieso aktiv. Alles klar, wisst ihr was? Dann gehen wir erstmal am besten da hinten hin. Und dann... Und danach gehen wir da oben hin.